Hallo meine Freunde, hier wieder euer Toni mit Video Nummer 19. Wir fahren heute zur Bielefelder Alm. Tatsächlich war das mein erstes Auswärtsspiel mit dem MSV und somit mein zweites Stadion damals. Es bleibt also heute vorerst bei 47 Stadien. Wie immer hier der Steckbrief zum Spiel. Heute sitzen wir eher in der Nähe der Gästefans, die ja bekanntlich mit der Eintracht eine Fanfreundschaft pflegen. Auch mein Heimatverein pflegt Freundschaften nach Mannheim, aber wohl zum Eishockey, habe ich mir sagen lassen. Die Playlist neutral geht also mit 10:9 in Führung. Sportlich ist es so, dass die Bielefelder mit ähnlichen Herausforderungen wie wir zu kämpfen haben und noch gar nicht in die Saison angekommen sind. Da es aber auch bei Mannheim noch nicht so läuft wie erwartet, wird es sicherlich ein enges Spiel. Zwei Traditionsvereine treffen aufeinander. Ich freue mich auf meinen Besuch, da ich mich an meinen ersten kaum noch erinnern kann. Ich erzähle euch gleich noch wie immer kurz was zum Stadion und dann viel Spaß beim Spiel. Ein Anliegen noch in eigener Sache. Zum Spiel gegen RWE wird es hier ein großes Video geben und auch sicherlich werde ich der schnellste und erste mit coolen Bildern zum Derby. Da wir bereits auf die 500 Abos zugehen, gebt doch ruhig mal Gas und drückt den Button. Ist ja wirklich schnell gemacht. Danke euch und let's go! Die Bielefelder Alm hatte ihr Eröffnungsspiel im Jahr 1926. Es gab zahlreiche Renovierungen, die letzten waren in den Jahren 2006 bis 2008. Der Kostenpunkt lag bei 30 Millionen Euro. Heute bietet das Stadion über 27.000 Menschen Platz und auch in der dritten Liga liegt der Schnitt bei 18.000 Zuschauern. Die aktiven Fans von Bielefeld supporten von der Südtribüne. Ob aktuell im Ober- oder Unterrang, habe ich leider nicht herausgefunden. Bei meinem Spiel auf der Alm war es auf dem Oberrang. Als Zeichen eurer Anteilnahme bitten wir euch, für einen Moment zu schweigen.